Okay. Ich war seit fast 8 Stunden schon auf der Autobahn, war ganz kurz vor meinem Ziel, dem Frankenland. Die Sonne, sie stand schon sehr tief, als ich zur Ausfahrt kam. Der Metal dröhnte neben mir, mein Discord war an. Als daraus die Stimme eines kleinen Jungen kam. Er sagte nur: Kanal Draches Valhalla, ist irgendjemand dort? Wenn, dann ruf mich doch zurück und sprich mit Drachenlord. Bis Emskirchen war es nicht mehr weit. Ich kam ganz gut voran. Ich nahm das Mikro in die Hand und sagte ganz spontan: Hey, ich rufe Drachenlord. Wo ist der junge Lord? Ich bin in diesem Channel, kannst du mich verstehen? Es wurde still auf dem Kanal. Ich wollte schon weiterdrehen. Da fragte mich der Junge: Trucker, bist du auch noch dran? Ich sagte ja und er fing mir zu erzählen an. Jeden Tag von früh bis spät schalte ich den Rechner ein. Fresse, zocke, wichse und bin hier ganz allein. Meine Mutter habe ich vertrieben, nur mit ein bisschen Schreien. Und Daddy starb vor einem Jahr an Krebs im Unterleib. Er war ein Hater, so wie du, bis er dann nicht mehr kam. Doch ich war nicht traurig und meldete gleich Internet an. Ich sagte mir oft, ich schaffe es und glaube an meinen Traum. Doch jede Nacht höre ich die Hater rütteln an meinem Zaun. Und während er so redete, da fiel es mir doch auf. Er war ein dummer Hurensohn. Nach arrogantem Schnauf sagte er: Dieses Haus von Daddy gehört jetzt mir. Es ist der schönste Zeitvertreib mit einem so wie dir. Auch Daddy schrie beim Abendbrot genauso wie ich am Tor. Und eines Tages sagte er: Mein Junge, hör mir zu. Einmal schlage ich dir die Zähne aus. Doch leider wurde nichts mehr daraus. Er hörte die Enttäuschung, die aus meinen Worten klang. Ich war längst stehen geblieben. Das packte mich doch an. All das machte mich matt. Ich pfiff auf Job und Zeit. Alle konnten warten, nur dieser Oger nicht. Tut mir leid. Ich sagte: Drachenlord, pass auf. Ich weiß, wo du wohnst. Was ich zu tun hatte, das wusste ich längst schon. Nur dieser kleine Hurensohn, der ahnte nichts davon. Ich machte mich auf zu dieser Adresse, sagte lebewohl. Ich betrachtete die Ziegel auf meinem Truck und dachte, es wäre schön, wenn dich mein Wurf erreicht. Dann war es still und ich gab Gas. Mit 80 in das Dorf, den Berg hinauf und ich war da. Ich glaubte nicht, was ich da sah. Da standen 18 Hater vor dem Tor. Ich war den Tränen nah. Sie hatten alles mitgehört und wurden genauso wütend wie ich. Ja, einer nach dem anderen warf etwas auf die Schanze. 18 Mal die Schanze runter und 18 Mal auch rauf. Ich war ganz als Letzter dran und warf etwas aufs Haus. Ich habe noch nie einen Spast gesehen, der so restlos matt war. Und seine Augen schwitzten. Es war einfach wunderbar. Er sagte: Trucker, glaube mir, jetzt hast du zu viel Scheiße gebaut. Ich schmeiß dir nun die Prügel raus. Das weiß ich ganz genau. Und er stand am Tor und spuckte schon. Ich lachte und sagte: Ist schon gut, mein Sohn. Dann fuhr ich los und mein stattliches Gerät, das war noch auf Empfang, als auf einmal die Stimme einer Frau erklang. Sie sagte, und ich verstand kaum ein Wort: Hier ist Kanal Draches Valhalla, hier spricht Mutter Drachenlord. Den schlimmsten Tag in seinem Leben habt ihr meinem Kind gegeben. Niemals mehr kann ich vergessen, wie ihr zu meinem Jungen wart. Ich danke euch und allzeit gute Fahrt.